herzlich willkommen. Wir sind in München und ich habe die Freude, Matthias eine Frage zu stellen. Lieber Matthias, warum siehst du es als sinnvoll an, systemische Strukturstellungen im Konfliktmanagement anzuwenden? Ja, also einmal geht es beim Konfliktmanagement ja auch darum, eine günstige Bedingung für Klärung, Lösung und Auflösung von Konflikten herzustellen. Und da ist Deeskalation wichtig. Und die syntaktische Arbeit in der transverbalen Arbeit der Strukturaufstellungen, die ist einfach eine Möglichkeit, dass wir auf die Charakteristika von Prozessen achten und dadurch Interventionen ansetzen können, ohne dass vorher die inhaltlichen Klärungen mit den möglichen Verschärfungen, möglichen Erhöhungen von Spannung, Erregung oder Verletzung, dass die dadurch außen gehalten werden können, zunächst mal. Und dann glaube ich, dass die logischen Muster, die einigen der Formate, mit denen wir arbeiten, zugrunde liegen, die Eigenschaft haben, uns zu übersehenen Ressourcen und übersehenen Verbindungsmöglichkeiten hinzulenken. Und zwar in einer Form, wo man diese Ressourcen sozusagen nicht von außen finden muss, sondern sie an den Stellen entdeckt, auf die bisher sozusagen das Licht des Bewusstseins oder das Licht der Aufmerksamkeit nicht so deutlich gerichtet war. Und dann, weil das Verfahren auf eine natürliche Weise allparteilich ist, besser gesagt, die vielgerichtete Parteilichkeit sozusagen zur Grammatik dazu gehört. Bosomendi-Nodds Idee der Multidirectional Partiality, die häufig nicht ganz korrekt mit Allparteilichkeit wiedergegeben wird, enthält in sich schon so etwas wie die Bereitschaft zum fortgesetzten Perspektivenwechsel und die Fähigkeit, dass der Mediator, die Mediatoren und auch die Medianten in höherem Maße auf die verschiedenen Positionen eingehen können und sich in sie hineinversetzen können. Die wird häufiger gesehen wie eine in gewissem Sinne begabungsabhängige, kaum erlernbare Fähigkeit, die eben manchen mehr und manchen weniger gegeben ist. Und im Strukturaufstellungsansatz haben wir die Möglichkeit, diese Fähigkeit systematisch zu vermitteln und zu erleichtern durch die räumliche Anordnung, durch die repräsentierende Wahrnehmung und durch andere Züge dieses Ansatzes. Herzlichen Dank.